Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink auf der Switch. Und wir gehen weiter in der Hauptkampagne. Also wir müssen eine Mission anfordern. Equinox, noch etwas, das ich tun kann? Wir haben viel gelernt, aber die Hüter bewachen noch viele Geheimnisse. Vielleicht finden wir in einem anderen Turm Antworten. Ich bin schon dabei. Nehmen wir an. Los geht's. Ich bin gespannt. So. Und ein bisschen weiter weg, macht aber nichts. Los geht's. Ich wollte rüber springen, schade. Ups. Das war natürlich nicht so clever. Die Sonne ein bisschen raus hier. Oh, hier ist auch schön grün. Hier sind bestimmt viele Gegner. Jetzt aber. Oh, schnell auf, schnell und weg hier. Das geht leider nicht. Flieg, flieg, flieg. Game over. Nein. Ärgerlich. Na gut. Müssen wir nochmal anfangen. Scheiße. Das waren zu viele Gegner und zu viele Treffer. Das halten wir nicht aus. Leider. Die Kiste wurde stark beschädigt. Kehre zum Außenposten zurück. Was ist denn da? Okay. Also wir müssen jetzt... Equinox, wie läuft's? Kann ich hier draußen noch irgendwie helfen? Die Messungen deuten auf Legion-Wracks. Ich bin schon dabei. Okay. Gehen wir mal eine neue Mission. Weiter kommen wir mich gerade nicht. Gehen wir da mal hin. So, ein paar andere Missionen müssen wir ja zwischendurch mal machen. Das macht schon Spaß, hier rumzugleiten. Habe ich schon mal erzählt, ne? Macht bloß wirklich einfach wahnsinnig viel Spaß, hier rumzufliegen. So, da sind wir auch schon gleich da. Ein merkwürdiger Baum da hinten. Legion-Gerät identifiziert. Hacking-Prozedur initiieren. Achtung, die Prozedur wird sehr wahrscheinlich Verstärkung der Legion anziehen. Okay. Legion-Verstärkung im Anmarsch. Warnung, Legion-Verstärkung im Anmarsch. Meru. Verstärkung im Anmarsch. Warnung, Legion-Verstärkung im Anmarsch. Oh, komm her. Nimm das mal ein, dann kriegst du einen schönen Schock. Wow. Hack erfolgreich. Legion-Daten erhalten und bearbeitet. Hier können wir ein paar Sachen einsammeln. Da aufgegangen ist. So. Der Schlüssel erwerbt das Hüter-Chiffre-Upgrade. So, gehen wir kurz rein ins Tagebuch.
Güterchiffre, okay. 50.000, das können wir doch kaufen. Upgrade abgeschlossen. Güterchiffre, so. Analyse des Hüterartefakts beginnt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das könnte ein wenig dauern. Danach bitte zur Equinox zurückkehren. Bis dahin müsste Sage gute Nachrichten für uns haben. Das könnte eine günstige Zeit sein, um die anderen Hütertürme zu untersuchen. Ist keine schlechte Idee. Diese Mods können in den künftigen Kämpfen definitiv helfen. Hey, Starfox. Wie wichtig ist es, diesen Wolf zu finden? Ich meine, was die Entlohnung angeht. Ist Währung aus Conneria auch okay? Also, hey, ich habe gehört, die Expedition wurde überfallen. Irgendeine Forschungsstätte auf Haven. Klingt nicht nach einer Tat der Outlaws. Das könnte unser Mann sein. Starwolf. Also gut, Jungs. Das könnte unsere erste heiße Spur sein. Folgen wir ihr. Okay. Machen wir also die Fox-Kampagne machen wir natürlich auch noch weiter. Wir müssen jetzt erstmal wieder in den Weltraum rein. So. Gucken wir mal nach. Ein Wolf im Atlas. Erstmal da mal hingehen. Okay, ist natürlich dumm rauszufliegen. Dann lass uns doch mal gucken, ob es der Wolf war. Bevor wir jetzt wieder abhauen hier. Gehen wir nochmal runter und gucken, ob er das war. Doch irgendwie schockt mich das an, wenn er so. So, dann fliegen wir jetzt mal hin. Gucken, ob es unser Mann ist. Dann können wir nämlich die Foxbell Cloud Mission weitermachen. Starwolf! Heieiei. Ich glaube, da wird die Konsole bestimmt heiß, wenn man sie jetzt an der Hand halten würde. Die ganzen Berechnungen, die sie hier machen muss. Weiß ich zwar nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber dieser Controller ist jetzt nicht schwer in der Hand, aber das nervt schon mit dem Dimsel da oben drauf. Weiter geht's nicht! Hoffentlich hat er nicht zu viel Chaos angerichtet. Aber falls doch, wird er dafür bezahlen. Dann mal los! So, wir kommen immer näher. Reichen wir uns mal ran. Hey, wo sind die alle? Wie es aussieht, müssen wir uns hier allein umsehen. Wie? Ich sehe überhaupt nichts. Sorgen wir für Licht. Wir müssen nur einen Generator finden. Okay, aktivieren wir mal. Ah, es gibt hier Strom. Na gut, etwas wurde aktiviert. Sieht aus wie ein 3D-Scanner. Und zwar ein ziemlich fortschrittlicher. Ihre Ingenieure müssen da viel Arbeit hineingesteckt haben. Wie bitte? Wir sollen darauf schießen? Was? Nein, bloß nicht. Hey, los, genug herumgetrödelt. Wir erfahren nie, was Wolf gesucht hat, wenn wir das Licht nicht einschalten können. Schalte den zweiten Generator an. Okay, wo ist denn der zweite? Da drüben irgendwo? Da. Das Leben hier draußen im Feld kann hart sein. Besuchen Sie doch mal meine Werkstatt. Wir können Ihnen sicher mit Ausrüstung helfen. Machen wir vielleicht mal zu geben, dann das. Aktivieren wir den hier. Das ist schon mal etwas besser. Was strahlen die denn an? Ich verstehe das nicht. Was wollte Wolf denn in so einer Müllhalde? Tja, er hat all die teuren Geräte zurückgelassen. Es ging ihm also nicht ums Geld. Vielleicht war er hinter den Forschungsergebnissen her? Ich schätze, das hängt davon ab, woran Sie hier geforscht haben. Aber ein weiterer Generator sollte Licht ins Dunkel bringen. Los. Gut, dass man die immer finden kann. Sonst sollte man sich dumm und dusselig suchen. Bist du eigentlich flugtauglich? Hey, dort!
Der Boden ist komplett aufgewühlt. Diese Forschungseinheiten müssen auf etwas gestoßen sein. Was haben Sie gefunden? Keine Ahnung, aber wenn Wolf hinter dem Angriff steckt, kann das nichts Gutes bedeuten. Meinst du, unter diesen Kristalldingern steckt noch etwas? Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Störe die Nova-Kristalle. Ja. Analyse. Das Nova kann leichter entfernt werden, wenn es mit Kältewaffen anvisiert wird. Okay. Probieren wir es noch einmal. Immer noch nichts? Okay, einmal noch. Hey, ich habe etwas gefunden. Vielleicht ist es zu alt, um von deinem Scanner erfasst zu werden. Eventuell liegt hier etwas herum, das hilft. Ja, okay, was ist denn das? Gut, versuche es jetzt mit dieser Scan-Vorrichtung, die du gefunden hast. Ach, dieser 3D-Scanner? Das vielleicht. Das stimmt, probieren wir mal aus. Du bist gar nicht so dumm, Slippy. Hups. Na? Okay, ich verbinde mich mit der Datenbank der Expedition. Oh, daran haben sie also geforscht. Ein Legion-Roboter. Oder zumindest ein Teil davon. Aus der Zeit vor dem Elektrumrausch. Klingt cool. Oder zumindest ein Teil davon. Ha. Wetten, dass Wolf den Rest davon hat? Eine riesige, simple Waffe? Klingt nach Wolf. Was war das? Fox, ich empfange eine Hitzesignatur im Bereich. Könnte ein Überlebender sein. Ich bin dran. Ja. Ja, da ist etwas unter den Trümmern. Moment. Na, können wir noch mehr rausreißen? Und geschafft! Oh, was ist das für ein Schiff? Sind das Knochen? Scheint verlassen zu sein. Shade, weißt du etwas über diese Einheit? Klar, hab hier sonst nichts zu tun. Oh ja, siehst du die Tickerhörner? Das heißt, dass der Scrapper zu Cash gehört. Er ist ein Outlaw. Und keiner von den Netten, so wie ich. Er ist gierig, ehrgeizig und dumm wie ein Sasquatch. Er arbeitet ständig im Auftrag anderer. Genau der Richtige für Wolf also. Gut, bitte die Koordinaten rüberschicken. Wir sollten diesem Cash einen Besuch abstatten. Gut. Outlaw verschicken. Begib dich zu Cashs Basis. Geheimer Kollege. Equinox, wie läuft's? Kann ich hier draußen noch irgendwie helfen? Die Legion überwältigt uns. Wir brauchen eine neue Strategie. Vielleicht haben die Hüter etwas versteckt, das wir gebrauchen können. Nee, wir benutzen die Quest und fliegen in den Weltall. Nein, fliegen. So, raus hier. Oh, wir wollen in den Weltraum rein. Yes. Oh, das ist aber ein ordentliches Stück, wo wir hin müssen. Cool. Gehen wir zu Equinox oder machen wir die Basis von... Ich denke, wir müssen zu... müssen Wolf weiterverfolgen. Wo wir natürlich erstmal zu Equinox hin können.
können wir erstmal das erforschen, was die Equinox entdeckt hat. Dann sind wir doch soweit durch erstmal. Immer lange Flüge, ne? Irgendwas machen sie extra, damit sie in der Zeit halt die Hintergründe und alles andere nachladen können. Weil sonst könnte ja dieser Hyperantrieb ja auch ein bisschen schneller sein, ne? Der ist ja jetzt wirklich nicht der schnellste. Schauen wir mal. Und schade, dass man den ganzen Kacke nicht mit dem Pro-Controller spielen kann. Wäre ja nicht das Problem gewesen, sagen, okay, ich will einen Pro-Controller spielen und dafür stelle ich das andere dann irgendwo anders drauf. Nicht das Ding. Aber naja. Okay, keine Fallen von Outlaws bis jetzt. Sehr gut ist. Schießen kann man aber leider nicht, wenn man sich in diesem Tunnel hier befindet. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Oh. Hyperraumfalle umgangen. Bereich sicher. Hoch hier. Eieieiei. War aber eine enge Kiste gerade. Da ist die Equinox. Hey, willkommen zurück. Die Analyse ist gerade abgeschlossen. Judge, wir hören. Mit St. Grants Artefakt können wir Verschlüsselungen der Hüter übersetzen, was uns Zugriff auf das Kommunikationsnetzwerk der Legion verschafft. Das ist fantastisch. Haben wir schon etwas aufgeschnappt? Wir haben eine wiederholte Übertragung abgehört. Ich streame das Video jetzt auf den Bordcomputer. Okay. Meine Kinder, meine Anhänger, die Hüter haben uns noch ein Geschenk bereitet. Ein Sturm zieht auf über Solatus, wenn der Prime erwacht. Alter, was zum Henker war das? Das war ein riesen Viech. Die Typen, die St. Grant entführt haben, trugen solche Masken. Sage, schick das an Eli. Das muss Greg sein. Nein, unmöglich. Das kann absolut nicht sein. Gregs oder wie auch immer, dieses Video bestätigt es. Dieser Typ kontrolliert die Legion und er hat noch eine nach Sonaris geschickt. Dann müssen wir sofort dorthin. Ich bin unterwegs. Sonatus ist wie weit weg? Da fliegen wir jetzt hin. Ich habe eine Kollegin auf Sonatus. Vielleicht hat sie etwas gesehen. Bitte durchstellen. Wo habe ich nur ihre Nummer? Da ist sie. Dr. Fliegen wir gleich mal direkt hin. Dieses riesen Kolossteil will ich gerne bespaßen. Ich evakuiere gerade die Werkstatt. Ich melde mich später wieder. Dann ist der Prime schon zu sehen? Faszinierend. Nein, ich meine ja, aber Karl, der Prime, er setzt Extraktoren ab. Die Ernte der Hüter geht wieder los. Nein, das kann nicht sein. Ja, es klingt verrückt, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Legion, sie werden Sonatus vollständig überrennen. Auf dem ganzen Planeten? Unmöglich. Tut mir leid, ich muss los. Warten Sie, wir kommen zur Hilfe. Wir sind gleich da. Überall Asteroiden, das ist natürlich ein bisschen ätzend. Man kommt da nirgendwo richtig durch. Aber wir fliegen da jetzt einmal hin. Sonatus. Ein kleines Löchlein, wodurch und da ist dann noch ein Raumschiff. So. Tauchen wir ein in den neuen Planeten. Bin gespannt. Dieser Prime, Doktor. Der Prime? Ich weiß es nicht. Er war so schnell. Keine Sorge. Gibt es einen Weg, ihn zu verfolgen? Nein, ich... Moment. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber der Extraktor, den er platziert hat, das ist unser Ziel. Bitte? Ruhig, Blut. Dafür bin ich der richtige Mann. Karl, was ist los? Wer sind diese Leute? Hashtag Starlink, yo! Sie sind vertrauenswürdig. Ich erkläre das später. Viel wichtiger, wie können Sie helfen? Oh, naja, ich denke, wenn der Legion Prime Extraktoren pflanzt, müssen Sie eine Verbindung unterhalten. Wenn diese Verbindungen gekappt werden, sollte der Prime reagieren und seine Position verraten. Die Extraktoren ausschalten, um den Prime zu finden? Klingt fast zu einfach. Ich
Okay. Dieser Sturm beeinträchtigt mein Schiff. Der Extraktor stößt Elektrosmog aus. Die Triebwerke könnten ausfallen. Das ist ja schön. Kein Problem. Starlink-Datenbank aktualisiert. Nein, ist schon wieder die gerufen. Was wollte ich? Hätte sie gerne für den Gegner benutzt. Den Boss. So, müssen wir also das Ding hier einmal zerstören und uns dann an den Endboss machen sozusagen. Autsch, das tat sich ja weh. Also die Outboss erstmal zu killen hier. Ah, du blöder Outlaw. Die Sternkarte checken. Die Spur der Absprungkapseln der Outlaws ist dicker als Karls Kopf. Mist. So, den müssen wir einfach nur... Nein, das ist ein hitzenbeständigen. So, zerstört. So, wo ist die erste Kammer, wo wir reinfliegen können? Dort vorne. Ich sehe das rote Ding gar nicht. Was schießt denn da auf mich? Da! Oh, lädt auf! Er ist zerstört! Oh. Mist. Legion-Verstärkung im Anmarsch. Netter Versuch. Das Schutzschild durchdringen. Ich wollte dich auch gar nicht rufen. Ah, komm schon. Muss er schon ordentlich reinschießen wieder. Aber wir machen schon mehr Schaden. An den Updates. Wenn ich noch ein Ding. So. Erfahrung gesammelt. Super. So, den Kern holen wir raus, dann können wir wieder was sehen. Ach, erstaunlich. Ich empfange ein Signal, aber es ist schwach. Moment. Da ist noch ein Extraktor. Der Prime hat noch einen platziert? So schnell? Keine Sorge. Ist so gut wie erledigt. Woher sind wir nochmal? Extraktoren zerstören klappt ja sehr gut, aber Outlaws sehen anders aus. Vom Planeten Sand. Naja, Erde. Aber fast. Viel wichtiger, ihr Flaggschiff hat einen Nova-Antrieb. Echt? Oh, den würde ich gern studieren. Alter, das Beste wäre einfach zu uns zu kommen. Es gibt zwar keine Betten mehr, aber das ist kein Problem. Ich schlafe auch einfach in Hunters Schiff. Du machst was? Später vielleicht. Ist der zweite Extraktor schon entdeckt? Nein. Wir haben voll viele Tiere. Ist die Frage, ob man die nochmal alle entdecken sollte, oder? Machen wir jetzt nicht. Oh, hier. Ich würde sagen, da ist der zweite Extraktor. Oh. Ah, ne, ist ja schwer.
Auch wieder ein Tier gerettet. Dann müssen wir mal rein hier. Da hinten ist der Punkt. Mach kurz mal auf. Es geht los, Leute. Happy here. Nein, da soll es nicht kommen. Okay. Machen wir es halt hier ganz schnell. Ah. Das ging auch schnell. Mit den Leuten ging es sogar noch schneller. Nicht verkehrt. So. Der Extraktor ist zerstört. Wie sieht es mit dem Prime aus? Der Prime hat noch einen Extraktor platziert. Wenn wir ihn zerstören können, müsste es klappen. Wartet noch ein? Es muss schnell gehen. Diese Extraktoren, sie richten so viel Schaden an. Ich weiß nicht, ob Sonettos sich je erholen wird. Das macht mich so wütend. Dieser Planet ist so schön. Wie kann man... Oh, Grax wird für das, was er getan hat, bezahlen. Stimmt das? Kontrolliert wirklich jemand die Legion? Ich fürchte ja. Irgendwie hat dieser Grax Zugriff auf die Technologie der Hüter. Und damit lässt er die Legion wieder auferstehen? Ja, wir hoffen es nicht. Aber woher bezieht er das ganze Nova dafür? Er hat den Kern unseres Schiffs. Würde das genügen? Vielleicht. Ich müsste einen Blick in den Prime werfen, um mehr zu erfahren. Und was hat Zen Grant mit all dem zu tun? Grax hat nicht mal ein Lösegeld verlangt. Also, im Fernsehen verlangen die doch immer Lösegeld, oder? Wow, was, wenn er unsere Telefonnummer Mist. Nicht hat? Schätze, wir fragen ihn, wenn wir ihn finden. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier die ganze Zeit? Mal das nahe, die Dinger. Hui! Oh, gut fliegen hier, also. So, da hinten ist der nächste Punkt. Angel vorn. Eisgigant, ach so. Was ist er denn für ein Gigant da? Oh, er friert mich mal ein, die Sau. Oh. Gibt's doch gar nichts. Was denn haben wir? Okay, dann wollen wir mal nicht verstärken. Ah, komm weg da! Ich komm nicht weg! Was ist denn, wenn ich die Waffe abmache da oben? Oh. Leider
So. Stirbt er. Zack, die andere Waffe wieder aufgesetzt. Wie diese sind eine wertvolle Ressource. Sie wird bei Außenposten einen hohen Preis erzielen. Oh nein! Probleme. Nein, das ist nicht wahr. Neues Schiff hinzufügen. Ich habe kein zum Weiterkämpfen. Das Schiff raufpacken. Wie soll ich das denn machen? Warte mal. Essen wir mal. Abgemacht. Und setzen wir wieder rauf. Ob das funktioniert. Ich glaub. Eigentlich. Oh ne, ich muss das echt wieder alles von vorne machen. Scheiße. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja wirklich ärgerlich. Den dritten Extraktor zerstören haben wir doch gerade gemacht. Muss ich jetzt diesen Eiszyklopen auch nochmal zerstören? Nee, ich denke nicht. Das wäre ja Quatsch. Aber das ist ja gut für uns, ist ja, dass wir den jetzt zerstört haben und wir jetzt nur den Obergegner gleich zerstören müssen. Das machen wir längst erst im nächsten Video. Deswegen kann ich es auch hier ganz entspannt ausmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.